Halli, hallo, Hallöchen, ich bin mal wieder dabei. Beerde von mir hier. So, mal ein bisschen runterdrehen hier, dass man mich auch vernünftig hört. Ich hoffe, die Musik ist okay so. Nicht zu laut, nicht zu leise. Das ist, glaube ich, ganz okay. Was ist hier mit dem Licht? Hallo, Licht. Hallo, hallo. Da voll hell, da voll dunkel. So dunkel, so dunkel. So. Besser, 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 besser. Da sind auch schon ein paar Leute da. Das finde ich ja voll Töfte. So, die Damina und die Schmusekatze und die Jordi. Schönen guten Abend. So, ich gehe mal auf den Server drauf und sage erstmal Hallöchen. Hallo? Ah, okay, alles klar. Muss ich nochmal kurz raus, gehe da nochmal auf den kurzen Chat. Und sage erst nochmal einen wunderschönen guten Tag, liebe YouTuber. Denn ab hier wird auf jeden Fall auf YouTube auch mitgemacht. So, Grüße an mich und Christina. Christina ist im Urlaub. In diesem Sinne, hallo Schweinreiter, schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Und ich weiß gar nicht, was habe ich eigentlich gemacht? Der heutige Part, der am Tag des Streams rauskam, also für YouTube, für die YouTube-Welt gestern, habe ich, glaube ich, einen Felder gebaut. Genau, ganz genau. Der ist nämlich schon, ich muss erstmal gucken hier, oh, Mr. Nightfox, der ist, glaube ich, auch am Stream gerade. Der hört aber, glaube ich, gleich auf. Der ist, glaube ich, schon mit seinem Pensum durch. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Der Part, den ich aufgenommen habe, der ist ja jetzt schon bald 14 Tage alt. Zwischendrin... Cool. Cool, haben wir 6 XP-Büsche. Das finde ich voll gut. Oh, dann gehe ich mal ganz kurz pofen. Nee, ich war jetzt zwischendurch, oder eigentlich bin ich ja immer noch krank. Bin auch heute aktuell noch krank geschrieben. Deswegen, ich versuche es einfach mal mit dem Stream. Eigentlich müsste man jetzt abonnieren. Let's Babys. Ja, stimmt. Let's Babys, die alte Serie. Oh, guck mal, wir haben sogar 3. Also es ist auf jeden Fall seit der Folge von heute sehr viel passiert. Wie gesagt, ich bin immer noch krankgeschrieben, weil ich habe, denke ich mal, irgendwas gegessen, was meinem Körper nicht so gut getan hat. Und dementsprechend habe ich tatsächlich eine Woche lang durchgehend im Bett gelegen und wirklich war richtig außer Gefecht gesetzt. So, wie gesagt, ich probiere es, ob der Stream funktioniert oder ob ich... Ach, gucke, da oben hat Mr. Nightfox auch schon ein Haus gebaut. da ist er. Hallo! Na? Alte Banane. Ne? Hier, schenke ich dir. So, also ich wollte jetzt versuchen, einfach mal ein Feld zu bauen. Und damit wir noch ein bisschen mehr Weizen bekommen. Kann ich das hier nicht? Scheiße. Mann! Aber egal, das brauche ich auf jeden Fall, weil ich brauche für meinen Stall nämlich ganz viele tolle Sachen. Gucke, hier schon Rasen. Wieso ist hier Rasen? Das ist ja voll blöd. Ach nee, stimmt, das war so eine komische Mod, da konntest du nicht mit Rechtsklick abbauen. Stimmt, da war ja was. Nee, auf jeden Fall muss ich... Da ist eine Harke. Muss ich ein Weizenfeld machen, dass ich da drin weiter ausbauen kann. Das ist nämlich mein Plan. Und den will ich weiterverfolgen. Das weiß ich noch. Denn ich habe mir die Folge nochmal, bin nochmal so kurz überflogen heute, was ich heute so rausgebracht habe. Ja, wie gesagt, also Christina ist zurzeit im Urlaub. Der Olki-Beugi, der ist auch im Urlaub. Der ist sogar in Indien tatsächlich. Das heißt, die werden wir heute leider Gottes nicht sehen. 36. Wo packen wir das zwischen? Warte mal, wir müssen das nämlich irgendwo zwischenlagern. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Das nagel ich einfach mal dahin, weil das brauche ich. Das darf ich naja nicht vergessen. So, dann werde ich jetzt da oben hochgehen. Ich hoffe, dass meine Schaufel noch einigermaßen durchhält und sie nicht gleich... Oh, das ist tatsächlich noch so geblieben. Also, wo gemerkt, das ist schon fast 14 Tage her hier alles. Krass. Richtig krass.
Meine aktiven Streamer sind im Urlaub. Ich glaube, ich verlerne meine Mod-Arbeit in der Zeit. Daminchen, glaub mir, das behältst du alles noch im Hinterkopf. Das ist wie Fahrradfahren. Verlernt man nicht. Egal, wie lange die Leute Urlaub haben. Ist wirklich so. Aber Urlaub muss halt auch mal sein. Gehört dazu. So, jetzt brauchen wir nur ein bisschen Erde. Ich muss nämlich aufpassen. Lol, Kies. Ich muss nämlich aufpassen. Ich habe tatsächlich die letzten Tage... Willst du mich verarschen? Ich habe nämlich die letzten Tage mich immer wieder versucht in einem Technik-Modpack. Ich weiß aber noch nicht, was das für ein Projekt mal wird. Ob das mal ein Streaming-Projekt wird oder tatsächlich nur ein ich spiele nur mal so Projekt oder was. Keine Ahnung. Weil ich bin so ein bisschen... LOL, so eine alte Chica. Na? Komm mal her. Komm mal her, sperren wir dich doch gleich mal ein hier. Komm, alte Banane. Da, 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 da. Sehr geil. So. Sehr geil. Dann haben wir doch schon mal ein Hühnchen. Die Box, die bauen wir später dafür. Das finde ich voll gut. Ja, das stimmt. Das war schon ein etwas kurioser Zufall, als ich das auch gehört habe, dass Olk und Chrissy zusammen zur gleichen Zeit in den Urlaub fahren. Allerdings an zwei verschiedene Orte. Das muss ich dazu sagen. Die eine ist mit Family unterwegs und die Olk ist mit Kumpels unterwegs tatsächlich. Auf der anderen Seite der Welt sozusagen. Das ist wohl wahr. Ich habe das Gefühl, ich werde heiser. Warum das denn? Ich möchte jetzt nicht nochmal neu krank werden. Nein, keine Lust drauf. Das heißt, warte mal. Mir könne. Ja, dann haben wir nämlich jetzt endlich mal eine gleiche Abstufung hier. Das ist voll gut. Und schon wieder schwirrt mir so viel Scheiß hier über dem Kopf. Das finde ich voll dämlich. Aber egal. Da vorne war eine Kiste, glaube ich, ne? Genau. Ich hoffe, dass die genug Platz bietet. Dass man da den Stuff unterbringen kann. Das wäre ein Traum. So, da setzen wir nochmal einen drauf. Da setzen wir aber nochmal oben einfach mal einen drauf. So, dann haben wir es nämlich hier alles. Fuck! Weil du nichts mehr siehst. Jetzt wirst du aber rammdösig hier. Alter Schwede. So. Die Olk, genau. Die Olk erkundet Indien. Richtig, 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 richtig. Und die Olk ist richtig gut dabei. Halt, das brauchen wir, das kann weg, das kann erst nochmal weg, das kann weg. Dann haben wir mal so ein bisschen Platz, Gott sei Dank. Ach, das war's schon. LOL. Okay. Die Olki. Ja, ich sehe aber, die haben ja ein bisschen schon was getan, das finde ich voll gut. So, eigentlich müsste ich... Scheiß drauf, komm, wir machen das Ding... Richtig erstmal. Wir machen das Ding hier eben. Das ist, glaube ich, nicht ganz uncool. Doch, das machen wir einfach mal. Bis die Schaufel platzt, dann können wir uns nämlich eine neue Schaufel bauen. Weil ich bin ja da aus. Ich bin ja aus drauf, dass ich eben das gleiche mit der Schaufel mache wie hier mit der Hacke, dass die sich selbst repariert. Da war ich ein bisschen zu voreilig mit dem Druffcrafte. So, dann können wir nämlich ihn hier auf dem Wege auch gleich mit abholzen. Das finde ich so cool mit dieser Hacke. So, Kulitschka. So, dann haben wir das nämlich auch eigentlich schon fast geebnet. Halt, so rum.
So, das hätten wir. Dann können wir nämlich voll geil. Doch, das ist schon schwer in Ordnung. Finde ich voll gut. Voll gut. So, dann machen wir hier nochmal gerade und dann haben wir nämlich hier wirklich eine Ebene. Also ein bisschen Terraforming gehört dazu. Alter, was geht hier los? Krass. Auffüllen. Bevor da irgendwelches böses Ungeziefer kommt. Okay. Da war ich schon bei, oder? Kann das sein? Ich glaube, hier haben wir hier in der Stadt irgendwo Zuckerrohr eingepflanzt, weiß ich nicht. Ich nicht. Sonst irgendwo in den Kisten. So, Kohle, alte Säge, guten Tag. Sei froh, ich glaube nicht, dass jemand so herzlos ist und dich killen will. Mich? Na gut, dann wäre das Stream halt vorbei, dann würde ich halt was anderes machen. Dann ist das halt so. Gehört nun mal dazu. Ich meine, ich habe auch schon mich Ewigkeiten vom PvP gedrückt, erfolgreich bisher auch. Muss ich dazu sagen. Der Blocky. Oh, ein Blocky. Na, dann weiß ich doch jetzt schon, was passiert. Wenn Blocky den Server betritt, das ist doch immer nichts Gutes. Ein Blocky. Blocky Blocker. Die alte Käsekiste. Okay, so, pass auf. Machen wir hier erstmal zu, dass hier keiner aber da hoch kann. So, das Problem ist, wir haben... das habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Ich glaube, zwei Städte sind jetzt als freies Terrain ausgegeben worden. Aufgrund dessen, weil halt sich die Spieler sehr inaktiv befinden. Aus dem einfachen Grunde, die hatten wohl keinen Bock mehr gehabt, keine Ahnung. Haben sich für ein Projekt angemeldet und haben einfach nie wirklich dran teilgenommen. Fand ich persönlich ein bisschen schade. Am Freitag wieder traditionell Minigames auf Gomme. Ich will es versuchen, wie gesagt, ich bin ja eigentlich noch krankgeschrieben und ich will es versuchen, dass das funktioniert. Versprechen möchte ich aber noch nicht. Hab aber die Hoffnung, dass es funktioniert. Das ist so der Plan auf jeden Fall. Nee, es gibt die Städte, ich habe jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, welche beiden Städte das waren. Zwei Städte auf jeden Fall sind freigegeben für jedermann. Das heißt, vorher war das ja immer so gewesen, dass man nur im neutralen Biom abbauen darf. Oder halt zu Hause seinem eigenen Biom. Und noch bitte mal ins Bettchen gehen. Dankeschön. Danke. Dann, wie gesagt, waren zwei Städte nicht mehr wirklich da, sondern die haben, es sind halt brauchst du Tena Fans? Dummer, was? Dummheit zockt, ja, danke für dein Follow. Es ist halt so. Ist im Übrigen ein geiler Name, muss ich mal so sagen. Hätte mir auch einfallen können damals, aber egal. So, jetzt nochmal von vorne. Also, wir haben zwei komplett inaktive Städte. Diese beiden inaktiven Städte sind jetzt zum Abschuss freigegeben. Aufgrund Inaktivität natürlich, klar, wie der Name ja schon sagt. Und dementsprechend können wir auch in diesem Biom jetzt wildern gehen.
Welche beiden Biome das waren, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Müsste ich mir nochmal schlau lesen. Kann ich aber nochmal in einer anderen normalen Let's Play-Folge dann erzählen, welche das war. Heiko, hallo. Rigos ist auch da. Hallöchen. Welche beiden Biome sind das? Welche beiden Städte sind das? Die... Das ist unter uns. Die mit freigegeben wurden. Hat das einer zufälligerweise auf dem Schirm? Jetzt ist er im Arsch. Broken. Hate Shift für Statistik. Bracken. Hobbyfan. Danke für dein Follow. So, das heißt, ich muss die Schaufel jetzt einmal reparieren. Ich hoffe, ich habe hier eine Reparaturmaschinerie. Ich hoffe, das ist alles schon hier. Doch, müsste oben sein, ne? Haben wir dann noch Eisen? Ach, da war bestimmt Material drin. Nur gelb. Ah ja, alles klar. Blau ist wieder besetzt. Okay, also können wir auch in neutralen Biomen wildern gehen und in Biom gelb können wir wildern gehen. Genau, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben Mr. Nightfox, wie es ja mittlerweile schon bekannt ist, als neuen Mitarbeiter dazu bekommen. So, Modifikationen übrig. Ey, geil. Sind wieder zwei Modis über. Dann könnte man ja eigentlich den Grasbein holen, dass der sich jetzt selber repariert. Und einen Dia? Nö. Nö, Dia eigentlich nicht, aber ein Grasbein können wir draufsetzen. Was anderes brauchen wir bei der Schaufel eigentlich gar nicht. Ja, die war blau, war auch nicht wirklich aktiv gewesen. Nee, ne? Ohne Witz. Alter, ich krieg das blanke Kotzen. Jetzt baut der hier zu, obwohl ich hier noch drauf bin. Ey, Keule, das kann's nicht sein, Alter. Mann! Und das kriegt natürlich, hat er natürlich auch richtig geiles Material, beste Material von Welt genommen. Ey, das ist unglaublich, dieser Typ. Vielen Dank, Mr. Nightfox. Vielen lieben Dank, dass du mir so zubaust. Haben wir hier noch irgendwo? Haben wir hier noch irgendwo, was wir machen können? Ey, sowas Dämliches. Es tut mir echt wahnsinnig leid, aber... Scheiße. Nicht runter. Ja, das ist halt das Problem. Dadurch, dass ich halt so lange so krank war, habe ich natürlich eben halt auch die Konfi nicht wirklich mitverfolgt. Ich habe heute nochmal eingeschalten, nach anderthalb Wochen und ja, so gut und gerne 1000 Nachrichten, die ich da lesen musste und diese Beiträge lese ich nicht. Weil das meistens auch nicht immer alles Mindfaction 2 betrifft, sondern tatsächlich auch andere Sachen. Dementsprechend habe ich dann gesagt, ich kneif's mir mal. So, haben wir hier noch irgendetwas, was wir als Schaufel missbrauchen können? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Okay, was ist da noch drin? Gut, also wir könnten zum Beispiel, wir könnten. So, 5, 9 brauchen wir, ne? Wo, war da draußen nicht noch irgendwo einer? Wenn wir schon hier oben sind. Bruchstein, ich brauche einen Bemotzten. Habe ich auch nicht mehr. Doch, da ist Kokomosi. Der Mosi. Das finde ich voll okay. So, pass auf. Dann kann ich mir nämlich... Das könnten wir später... eigentlich auch mal mitnehmen. Warte mal, dann können wir das machen. Dann können wir da schon mal ein Stack Eisen mit runternehmen. Also das auf jeden Fall. So, was brauchen wir noch? Die Schablonenwerkstation. Doch, das ist, glaube ich, ganz
Kulitschka Weizen können wir auch nochmal mit runternehmen. Eine Schaufel muss ich mir auf jeden Fall noch machen. Bruchstein. Okay, pass auf. Dann müssen wir das anders machen. Denn ich brauche noch Bruchstein. Bruchstein. Stein. So, das brauchen wir noch. Und dann brauchen wir... Was wollte ich mitnehmen? Verdammt, das hier. Blocky, ein kleiner Schritt auf der Reise. Okay. Ja, den Eimer habe ich mitgenommen. Alles klar. So, Blocky, ich hoffe, du lässt mich in Ruhe. Muss ich ganz kurz mal gucken, was er geschrieben hat. Blocky nimmt nur auf. Okay. Gut, pass auf, dann können wir hier mal im Schnelldurchlauf runtergehen. Verdammt, was wollte ich machen? Ich wollte... Oh, eine Feder. Ich wollte mir doch so eine olle Schaufel machen. Verdammt! Weiß ich natürlich auch nicht. Habe ich Holz? Ja, aber kein kleines. Oh Mann. Wobei ich könnte ja auf dem Wege mit. Könnte ich mir ja mal mein Eisen in die Schmelze reinschmeißen. Dass wir da tatsächlich wieder ein bisschen was zusammen haben. Das passt. Dann haben wir hier oben bestimmt irgendwo einen Werkzeugtisch. Bestimmt. Zack. So, dann Schmelze. Schmilze mit Gott, aber ich schmilze. So, da haben wir doch was. Weißt du, dafür nehme ich mir extra Bruchstein mit. Verdammte Hacke, ey. Das kann's doch nicht sein. So. Was wollte ich jetzt da unten drin? Brauche ich ja gar nicht mehr, ne? Ich habe ja nicht alles hier. Genau. Brauche ich da unten erstmal gar nicht rein. Das heißt, man könnte jetzt... Oh Mann, geschmolzenes Eisen. Okay. Janne King soll das wahrscheinlich heißen. Danke für dein Follow. So. Gießen wir das einmal aus. Dann können wir den einmal da reinsetzen zur Reparatur. So, zweimal Moos. Moos 2. So, pass auf. Dann brauchen wir mit großer Wahrscheinlichkeit Eisen, gehe ich von aus, um das Ding zu reparieren. Müssen wir noch was machen? Haltbarkeit 2010. So, den Rest kannst du selber machen. Bist alt genug, ne? Genau. So, dann haben wir zumindest eine Schaufel, mit der ich arbeiten kann. Passt. So, dann geht das nämlich weiter. Juhu! So, dann können wir nämlich hier tatsächlich das Feld noch anbauen. Da warte ich ja oder hoffe ich ja drauf, dass wir das fertig kriegen. Aber es muss ja auch schön sein, ne? Nicht einfach nur hinklatschen und danke, sondern... Aha, ich wollte gerade sagen, Alter, das kann es doch nicht sein. Serverleck. Dachte schon, ich hätte Scheiße gebaut. Kennt man ja nicht anders von mir. So, dann haben wir nämlich hier auf jeden Fall... ...vernünftig Platz. So, dass wir das Feld vernünftig ansetzen können. Das ist zumindest der Plan. Das muss auch schön sein, ne? Wie gesagt. Oh ja, ja, ja... Kommt her, ihr Silberfischis. Alter, vor lauter Gezunder. Siehst du nicht, was da steht? Verdammt! So, das wäre der erste Streich. Eine Runde Proven gehen bitte. Dankeschön. Ich hoffe ja nur nicht, dass Blocky jetzt kommt.
Ja, das Thema ist, alle Welt, oh Mann, alle Welt konzentriert sich tatsächlich auf die Mods, auf die Modifikation. Das ist aber auch kein Problem. Habe ich auch anfangs erst gedacht, dass ich das machen sollte. Hab mir dann aber überlegt, jetzt geht auch das mit dem Abbauen wieder, ey. Alter Verwalter. So, hab mir dann aber überlegt, ist völliger Quatsch, weil jeder zeigt, was eben diese Mods können. Die Modifikationen. Dementsprechend habe ich mir überlegt, noch keiner hat hier wirklich schön gebaut in diesem Projekt. Und das ist halt der Grund, warum ich anfange hier zu bauen. Halt, wir mal draußen, haben wir ja noch genug. Genau, dann passt das. So. Dann können wir nämlich hier weitermachen. Aber ich muss sagen, es hat sich so von hier draußen noch nicht wirklich so viel getan. Ich habe ja ein bisschen was anderes noch erwartet. Gerade weil die anderen ja auch vorproduziert haben. Bin ich ganz ehrlich. Oh, leco mio an die Arscho. Jo, ein bisschen Level sammeln, passt schon. Nun komm, nun komm, nun komm, nun komm. Wahrscheinlich hebe ich jetzt hier einen halben Wald aus, genau. Hat er zweimal Silberfische, ey. Mann. So. Das hätten wir. Dann können wir ja eigentlich alle Steine hier. So, die machen wir nochmal weg. So, auch wenn wir jetzt hier ganz abräumen. Zack. So, das wäre der erste Streich, würde ich sagen. Dann können wir nämlich hier machen wir da zwei, machen wir da, ne? Warte mal, pass mal auf, dann machen wir das so. Muss mich so ein bisschen hier auf meine Geschichte konzentrieren. Deswegen sorry, wenn ich jetzt den Chat mal gerade so nicht lese. Aber man will ja auch fertig werden, ne? Man will ja auch die Stunde irgendwie so ein bisschen effektiv nutzen. Da noch hin. Okay. Dann sollte das ja eigentlich wundervoll. Wundervoll. Also dann können wir vielleicht nachher noch, wenn wir es hinkriegen, das weiß ich natürlich noch nicht, einen Weg machen. Was machen wir mit dem Feld? Das machen wir wieder ein bisschen. Boah, lecker, Mio. Alter. Voll das OP-Ding. Lol. Hilfe! Abbauleben, alles klar. Dann sind wir durch. Dann nur Silberfische hier. Krass. Okay, dann bleibst du da. Da bin ich ja so ein bisschen feige. Gebe ich hier gerne zu. Wer ist das nicht in diesem Modpack? Alter Verwalter, ey. Nein, verdammt. Wo ich herkomme? Ich komme aus Hildesheim, aus dem guten alten Hildesheim. Hildesheim liegt zwischen oder bei Hannover, Hannover und Braunschweig, so in der Ecke. So, Hallöchen Kohle, ich hoffe, du bist sauber genug. Denn hier machen wir so ein bisschen Drecksarbeit. Die alte Gärtnerarbeit. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was.
So, dann hoffe ich. Da. Ja, ich habe ein T-Bone 450 USB. Das habe ich. Ganz genau das. Dann haben wir hier Skillermode. Danke für dein Follow. So, dann hätten wir jetzt hoffentlich alles. So, Blocky hat das Spiel verlassen. Gott sei Dank. Nichts gegen dich, Blocky, aber du machst mich immer so leicht nervös. So, was auch. Dann können wir nämlich hier noch mal ein bisschen weiter in die Wand reingehen. Nein, verdammt. Dann können wir nämlich hier schon mal ein kleines Feldchen anlegen, so dass wir auf jeden Fall auch Silberfisch. Alter, ein Silberfisch noch. Alter Verwalter, ey, was ist denn hier los? Voll krass, der Stuff. Mann. Kohle? Ich denke, du hast schon abonniert. Danke für dein Follow. Ja, nur Silberfische, ey. Krass. Voll krass, die Typen da unten. So, pass auf. Jetzt machen wir. Eigentlich ist das immer noch zu eng, ne? Eigentlich müssen wir noch weiter reingehen hier. Verdammt. Machen wir auch. Wir gehen noch weiter rein. Oh. Dann können wir doch hier gleich wieder zubauen. Das passt doch. Das passt doch. Ich wollte eigentlich nur ein Feld anlegen, ey. So ein Scheiß. Tja, was tut man nicht alles, damit man ein Feld kriegt, wo man seine Materialien herbekommt. Ey, so ein krasser Stuff. Aber gut, das ist schon voll okay. Das ist voll okay. Ich habe die Befürchtung. Ich hab's gewusst. Ich bin durch einen Creeper gestorben. Ich hab ihn noch gehört, verdammte Scheiße. Ja, passt das. So schnell kann das Stream zu Ende sein. Wo kam der her, der Arsch? Alter Schwede. Alter Schwede. Krass. Krass. Hammer. Das ist jetzt heavy. Heavy. Ich weiß gar nicht, welcher Tod das ist von mir. Quatsch. Nur mal ganz kurz gucken. Warte. Der sechste. Voll gut, Alter. Voll gut. So, ja, in diesem Sinne, für die Leute auf YouTube, schon ist der Stream vorbei. Ist die ganz einfache Kiste, wenn ein Creeper dich hittet, bist du einfach weg vom Fenster. Trotz der Rüstung, das ist schon, der muss genau neben mir gestanden haben, der Arsch. Egal, danke fürs Zuschauen, gebt mir einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge von Minefaction 2. Bis dann, ciao!